Willkommen zu Jack's World. Heute zeige ich euch ein Video, das von einem großen Hotel, Sascha und Jack, wie sie mal wieder sich gegeneinander ein bisschen, also wie sich Jack und Sascha gegenseitig betteln wollen. Bis gleich. Jack ist mit seiner Familie im Hotel angekommen. Doch er weiß noch nicht, dass Sascha auch dahin kommt. Sascha wusste auch nicht, dass Jack da ist. Unbewusst kommen Jack und Sascha zum Eingang des Hotels Kaplerstein. Ah, was ist denn hier los? Eine große Versammlung, die ganzen Sportwagen. Moment mal, da hinten, das ist doch Jacks Ferrari. Das kann nicht wahr sein. Jack ist auch hier? Na gut. Ich denke, wir könnten uns mal wieder battlen. Wer ist das denn da hinten? Ist es nicht Sascha? Es ist eigentlich Zeit, uns mal wieder zu betteln. Hey Jack, na wie sieht's aus? Wollen wir eine Runde fahren? Aha. Komm her, Kumpel. Diesmal hänge ich dich ab. Warte mal. Nee, auf, ich dich. Ich dich. Na komm, los geht's. Komm. Immerhin hat Jack das Rennen so noch nicht verloren. Eigentlich hat jeder ja gedacht, dass Jack voll vergeigt hat, weil er in das große Hotel Kapler gefahren ist. Aber eigentlich hat er nur die Abkürzung durch die Lobby genommen und er führt bis jetzt wieder. Jack, mein starker Held, du hast wieder gewonnen. Tja, Sascha, hab dich leider wieder mal abgezogen. Was sagst du denn dazu? Achso, Mist, das war doch nicht da. Das darf nicht wahr sein. Aber guck, was du angerichtet hast, du Vogel. Gar nichts. Das kostet vielleicht 1.000 Euro. Entschuldigung, du hast das gesamte Hotel ruiniert. Stimmt gar nicht. Ach, das zahlt meine Versicherung. Ich hab Vollkasko. Ja klar, du kommst ja immer irgendwie durch. Und wir haben das Nachsehen. Oh, danke, Oma Ellie. Ja, das Hotel ist, glaube ich, mir nicht mehr so gut zu gebrauchen. Ich lasse es abreißen. Also, Sascha, ruf mal die Bagger an. Aber ein bisschen zackig, wenn es geht. Das Hotel kann man nicht mehr gebrauchen.
havariert. Bevor der Barren aufgestellt wird, ist der Neubautrupp schon da, um da ein neues Neubaugebiet hinzusetzen. Zwei Tower stehen schon. Okay, ich nagel ihn fest. Okay, hochziehen!
Rock. Und der nächste. Ganz schön mühsam. Mann, pass mal auf. Ich bin hier während dem Arbeiten. Lass mir die Dinger nicht auf den Fuß fallen, die sind schwer. Na, immerhin hast du einen Helm auf und Sicherheitsschuhe, hoffe ich doch. Das habe ich von Tommy gelernt. Das ist ja immerhin noch mein Chef. Dann die Arbeit hier.